So Leute, was geht ab? Condorado wieder hier mit heute endlich Modern Warfare. Tut mir leid, dass die letzte Zeit nicht mehr so viel kam. Ich werde das definitiv die nächste Zeit ein bisschen mal ansprechen, was ich so geplant habe und was hier so los ist. Und ja, es soll jetzt definitiv mal endlich neues Call of Duty Material auf meinem Kanal geben und die Beta ist draußen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde wahrscheinlich nicht allzu viel hochladen. Ich habe definitiv morgen eine Zusammenfassung, mal so meine ersten Eindrücke geplant, aber da ich keine eigene PlayStation momentan besitze, wird es halt nicht so viel Gameplay von mir zu sehen geben, auch keine Streams und so weiter, aber definitiv dann, wenn die PC-Version nächste Woche rauskommt. Der Plan für dieses Video war es eigentlich, meine ersten paar Spiele euch zu zeigen, allerdings hat meine Elgato-Software mal wieder versagt, ärgerlicherweise, und deshalb seht ihr wahrscheinlich jetzt ungefähr das dritte, vierte Spiel oder so, was eigentlich auch den Vorteil hatte, dass ich wenigstens meine eigene Klasse machen konnte. Morgen soll es dann eine kleine Zusammenfassung von mir geben, wie ich das Spiel bis jetzt so finde. Und wenn ich jetzt schon mal so ein bisschen spoilern kann, ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht ganz so zufrieden. An für sich ist definitiv nicht schlecht gemacht, aber ich persönlich finde die alten Call of Duty Modern Warfare Teile eigentlich fast noch besser als das, was wir jetzt momentan zu sehen bekommen. Hauptsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, das mit der Minimap, die fehlt, ich finde das doch nicht ganz so gut, aber das liegt jetzt nicht so sehr daran, einfach an der Tatsache, dass ich ja nicht mehr oben auf der Karte sehe, wo die Gegner sind und so weiter, sondern einfach nur, dass die Maps super kompliziert sind. Und ich finde das halt ein bisschen schade, einfach diese Kombination aus sehr unübersichtlichen Maps und zusätzlich eben keine Minimap zu haben, macht es halt echt schwer, gleich zu Beginn, wenn man die ganzen Maps eben nicht kennt und dann auch noch irgendwie 20 Leute in der ganzen Lobby sind. Ist nicht ganz so einfach, werde definitiv dann morgen mal in der Zusammenfassung drauf eingehen, aber gibt halt schon ein paar Sachen, die so schon noch ein bisschen stören. Nichtsdestotrotz, es hat definitiv auch Bock gemacht und ich hoffe, das Gameplay, was ihr jetzt gleich zu sehen bekommt, unterhält euch ein bisschen. Würde mich natürlich über ein Like freuen, wenn euch das Video auch gefallen hat, und ja, wir sehen uns dann die Tage wieder und viel Spaß dann noch mit dem Commentary. So Leute, ich bin mir nicht sicher, ob ich all das, was ich bis jetzt gespielt habe und aufgenommen habe, euch zeigen kann, da die Elgato rumgefaxt hat, und das Gute dabei ist, dass ich jetzt wenigstens meine eigene Klasse machen konnte. Was mir scheinbar nicht viel bringt, weil ich immer noch keine Leute töten kann. Und der Killfeed ist sehr rot, zumindest auf der linken Seite. Ja, also bis jetzt zusammengefasst, ich finde das Spiel eigentlich schon ziemlich geil. Also es ist halt echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, keine Minimap zu haben. Zumindest, wenn man keine Drohne hat. Und das kombiniert halt damit, dass man die Maps nicht kennt. Den habe ich irgendwo nicht gesehen. Und die Anfangswaffen, die fand ich jetzt auch nicht so geil. Also, ich weiß nicht, vielleicht lag es auch einfach auf den Aufsätzen, die drauf sind. Das ist ein Mitspieler. Hier war eine Waffe. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Da will ich eine Waffe aufheben und dann ist die weg. So, am besten wieder jetzt unsere Flagge einnehmen, wenn es geht. Sehr nice. Oh Gott, Mitspieler. Der ist tot. Boah, ich gehe hier mal schnell weg. Oh, Alter. Ey, die Waffen, die töten halt schon ziemlich krass. Gut, der hat eine MP7, das ist natürlich von Vorteil. Hat er gerade Shit gesagt? Wie geil. Ah, genau, ich vergesse auch immer den Doppelsprint zu machen. Denn ich glaube, ich habe sogar eine Perk, die... Kann man nicht hier hoch? Okay. Eine Perk, die meinen Sprint schneller regeneriert. Oh Gott. Ey, das ist schon ein bisschen hart. Also wenn man das schlechtere Team hat, da wird man schon gut platt gemacht. Also hier steht es gerade, was? 16 zu 60. Ja, vor allem da... weißt du, das raff ich nicht. Mein Mitspieler ist genau da entlang gelaufen. Dann dürfte man ja so ein bisschen denken, dass man safe ist. Ja, Gegner wieder eine Drohne. Wie zum Glück auch. Ich find's schon komisch, dass man fürs Flaggen einnehmen keine Punkte kriegt.
Aber gut. Muss man halt Leute töten. Ich weiß halt nicht, wo die Gegner hier überall durchgucken können. Oh, das ist ein Headglitch. Mitspieler, danke. Oder hat er den getötet? Ich weiß immer noch nicht. Nee, hat er nicht. Schnell weg. Mitspieler, bitte. So, ich habe eine Drohne, sehr gut. Gerade rechtzeitig. Nein. Ah, das nervt mich manchmal mit diesem um die Ecke lehnen. Dass das alles so ein bisschen langsam ist. Also kann ich hier hoch? Wahrscheinlich, ja. Ich vermute mal, die Gegner dürften jetzt kommen. Leider habe ich keine... Der rennt einfach mal an der Flagge vorbei. Juckt ihn nicht. Ja, ich glaube generell einfach die Leute, die auch jetzt gerade am Spielen sind schon so ein bisschen Sweats. Alle schön am Headglitchen und campen und wahrscheinlich in vollen Partys. So... Ich mach das jetzt mal alles ein bisschen passiver. Also ich glaube, hier kann einer hochkommen, theoretisch irgendwo, ja. Kommt man leider nicht hoch. So gedacht. Ja, man muss halt echt, wenn man seine Killstreaks kriegen will, das alles ein bisschen langsamer machen. Aber von den Sounds gefällt mir das Spiel richtig. So, Drohne. Oh nein, 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 ich wollte meine Drohne noch einrufen. Ich glaube, ich bin tot. Die sitzen jetzt aber auch alle in Zimmern drin. No hit, das kannst du aber laut sagen. So, wir haben jetzt irgendeine Flagge eingenommen, das ist schon mal gut. Ich war hier noch nie. Ich höre Fußschritte. Alter, hier ist ja wie eine komplett andere Map noch. Wo sind die denn? Aua. Alter, hier ist ja voll der Riesenabschnitt, den ich noch nie gesehen habe bis jetzt. So. Wir haben B wieder verloren. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Stimmt, hier kommt man ja drauf. Ja, man muss sich halt echt mal an die Maps gewöhnen. Es wird so nichts. Hinter mir sind sie wieder... Oh. Ich weiß halt nicht, wie ich in diesen Raum reinkomme. So, Kingsley, ich habe den Top-Camper von den Gegnern getötet. Ja, war jetzt nicht die allerbeste Runde, aber das Team hat nicht wirklich geholfen, wenn ich ehrlich bin. Was eine tolle Animation. Also zum Abschluss nochmal eine Runde Team Deathmatch auf der anderen Map. Also wenn ich das richtig sehe, gibt es nur zwei Maps bis jetzt. Ein bisschen wenig. Und ich habe die MP7 freigeschaltet. Mein Baby. Und ich muss dran denken, mal den Doppelsprint öfters zu benutzen. Ja, vor allem wenn man so eben auf kurze Distanz sich die Kämpfe sucht, ist die schon nice. Ich höre jemanden. Oh ja, die Empfindlichkeit. Ich glaube, ich will die mal ein bisschen erhöhen.
Und ja, also wie gesagt, also bis jetzt finde ich eigentlich das Spiel sehr nice. Also die ganze Steuerung und Animation und so fühlt sich auf jeden Fall geil an, aber ist halt echt problematisch, wenn man die Maps noch nicht kennt. Und dazu eben auch noch keine Minimap hat. Sterbe ich hier? Wahrscheinlich gerne. Naja, da saß jemand im Fenster, der Justin Bieber. Der argentinische Justin Bieber wohlgemerkt. Und ja, wenn man die Maps halt echt nicht kennt, ich glaube, hier ist irgendwo so der andere Spawn, aber ich bin mir da nicht sicher. Okay, die Gegner sind ganz woanders. Wenn keiner die Perk hat, um unsichtbar gegen den UAV zu sein. Ach stimmt, Doppelsprint natürlich wieder vergessen. Headshot Baby. Dachte ich zumindest. Okay. Oh mein Gott. Ganz im Ernst, ich höre auf zu schießen, weil mit jeder anderen Waffe wäre der tot, aber nicht mit der MP7 anscheinend. So, das sind Fußschritte vom Mitspieler. Schön, dass der abgelenkt wurde. Ich glaube, die Spawns waren gerade geflippt oder so, weil die irgendwie, glaube ich, alle von hinten kamen. Boah, man muss halt echt langsam spielen, wenn man sich nicht auskennt. Aber ich glaube, selbst wenn man sich auskennt, muss man sich schön Zeit lassen, die sind alle tot. Ah, die haben Radar, nicht gut. Ja, klau mir doch alle Kills, einfach mal. Wieso nicht? Ich hab den anderen getötet. Ja, so viel zu meiner Aim. Gut, da versucht einer uns zu flankieren. Gut, ignoriere ich den einfach mal. Guck mal, dass ich den hier finde irgendwo. Oh Gott. Nee, also, ich mach mal das Gegenteil. Ich geh mal eins runter. So, ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt, hier zu suchen nach Gegnern. Ich glaube eher weniger. Naja, ich glaube, das ist schon eine etwas angenehmere Empfindlichkeit. Ja, jetzt reicht's aber irgendwann mal mit den Radaren. Obwohl ich immer nicht so wirklich weiß, was ein Personal Raider ist. Ah, die Waffe ist schon nice, ey. Oh mein Gott. Wow, wow, wow. Guck. Ah, das ist schon ein bisschen asozial, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich mich hinlege, kann ich dann auch dieses Mountain machen? Nee, oder? Okay. Die setzen sich an so Orte und dann machen sie hier Waffe drauflegen und campen. Lustig. Ja, also so langsam verliere ich auch den Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Spieler können das Spiel schon ein bisschen unspielbar machen. Aber gut, muss man sich halt irgendwie dran gewöhnen. Und hoffen, dass es besser wird, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Spiel hat. Aber gut, trotzdem, es hat Spaß gemacht. Die meiste Zeit zumindest. Und hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis die Tage. Haut rein. Und tschüss.